Welcome everybody, come and join the party. Light the fire, let the music beat. Weather's bad, no matter, we will dance together. Feel the rhythm and run. Ja, hallo liebe Leute der Physik. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Teil der Physik des Loopings. Wir haben ja schon zwei Teile vorgestellt. Es ging einmal um die Kräfte beim Looping und das zweite Mal um die Geschwindigkeitsverhältnisse. In beiden Fällen haben wir uns ein Looping in Kreisform vorgenommen. Das wird auch in diesem dritten Video so sein. Der Looping soll Kreisform haben. Wir werden später noch einmal besprechen, oder haben es im Video 2 auch schon gemerkt, welche Probleme sich dadurch ergeben. Diese Probleme werden sich heute noch einmal bestätigen. Ja, heute geht es darum, dass bei dieser Achterbahn die Wagen zunächst einmal einen Hügel hochgezogen werden sollen. Das ist ein sogenannter Lift Hill. Das heißt, mit einem Kettenzug werden die Wagen hochgezogen und dann oben losgelassen und fahren dann von oben in den Looping hinein. Es ist dann so, dass man eine gewisse Mindesthöhe einhalten muss, damit die Wagen auch tatsächlich den Looping durchfahren können. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, liebe Leute, ich nerve nochmal wieder mit der Bemerkung, dass man alles, was hier behandelt wird, natürlich auch in meinem digitalen Physikbuch nachlesen kann. Der Link ist hier, liegt hier oben vor. Wie gesagt, heute geht es um die Mindesthöhe eines Lifthills, damit der Looping durchfahren werden kann. Wir fangen mit der ersten Folie an jetzt. Hier nochmal die Situation. Hier werden die Wagen hochgefahren, legen eine bestimmte Höhe zurück und dann fahren sie hier runter. Hier ist das mal so eine schiefe Ebene und fahren dann in den Looping hinein, müssen diesen Looping durchfahren und können dann weiterfahren zu anderen Achterbahnelementen. Ja, welche Voraussetzungen brauchen wir? Wenn ihr euch das Video 1 angesehen habt, da geht es um Kräfte, die hier vorherrschen. Da muss hier mindestens Schwerelosigkeit vorliegen, damit der Wagen hier diesen Punkt durchfährt. Wäre das nicht so, wäre die Gewichtskraft größer als die Fliehkraft. Also diese beiden Kräfte wirken hier übrigens, die Fliehkraft nach außen und die Gewichtskraft nach unten. Wenn also die Gewichtskraft größer ist als die Fliehkraft, dann würde der Wagen eigentlich hier aus der Schiene herausfallen und nach unten fallen, würde also diesen Weg gar nicht beschreiten hier und würde hier in diesem Fall hier einfach zurückfahren. Also Mindestvoraussetzung, Schwerelosigkeit, das heißt, hier oben wirkt keine Kraft auf die Insassen des Wagens. Das heißt, mit anderen Worten, die Kraft, die nach oben wirkt, ist genauso groß wie die Kraft, die nach unten wirkt. Die Fliehkraft nach außen ist so groß wie die Gewichtskraft nach unten. So, das steht hier rechts nochmal. Mindestbedingung F oben 0 Newton. Dann läge Schwerelosigkeit vor. Man wird nicht in den Sitz gedrückt. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie einem Gewicht unterliegt, dann wäre die Fliehkraft, hier die Formel für die Fliehkraft, genauso groß wie die Gewichtskraft. Dann kann man hier in dieser Gleichung durch m kürzen, dann bleibt diese Gleichung übrig, jetzt mit r multipliziert und dann die Wurzel gezogen, kommt man zu diesem Term für die Geschwindigkeit, wenn wir oben Schwerelosigkeit haben wollen. Also die Mindestvoraussetzung, dass der Looping durchfahren werden kann. Eine größere Geschwindigkeit ist natürlich jederzeit möglich, aber eine kleinere Geschwindigkeit funktioniert nicht. Dann fährt der Wagen hier zurück und es wird kein Looping durchfahren. Ja, wir kommen jetzt also zur zweiten Folie, nachdem wir herausgefunden haben, wie groß die Geschwindigkeit mindestens sein muss, damit der Looping oben durchfahren werden kann. Jetzt ist es unsere Aufgabe herauszufinden, bei dieser Voraussetzung hier, wie hoch müssen die Wagen gezogen werden, damit nachher
hier oben diese Geschwindigkeit vorliegt. Das geht am besten mit dem Energieerhaltungssatz. Übrigens, bei der ganzen Aufgabe gehen wir immer davon aus, dass keine Reibung vorliegt. Sonst ist das alles überhaupt nicht ordentlich zu rechnen. Also wir sind sozusagen in der Schule jetzt. Alles wird ohne Reibung gerechnet. Man kommt aber zu sehr schönen Ergebnissen, die auch ganz realistisch sind. Also nochmal, oben muss mindestens diese Geschwindigkeit vorliegen. Der Energieerhaltungssatz gilt. Das heißt, was wir hier reinstecken an Energie, das ist ja potenzielle Energie, wird hier umgesetzt in kinetische Energie. Hier unten hätten wir nur kinetische Energie. Jetzt fahren die Insassen aber wieder nach oben. Dann haben wir hier oben kinetische Energie und potenzielle Energie. Wobei die Höhe hier sich ergibt aus dem Durchmesser, also aus 2 mal R. Also nochmal Ansatz. Potenzielle Energie vom Lifthill ist gleich der kinetischen Energie oben im oberen Punkt plus der potenziellen Energie im oberen Punkt. Überall liegt ein M vor, man kann durch M teilen. Jetzt hat man eine etwas vereinfachte Gleichung hier vorliegen. Wir setzen jetzt ein unsere Mindestvoraussetzung für die Geschwindigkeit oben. Also unser Wurzel g mal r. Dann sind wir hier unten eingesetzt. Hier durch das Quadrat fällt die Wurzel weg. 1/2 g mal r plus g mal h Looping. Wir hatten gerade schon gesagt, h Looping ist 2 mal r. Also setzen wir für h 2 mal r ein und kommen dann schließlich zu der vorletzten Gleichung hier. G mal h Lifthill. Gleich 1/2 g mal r plus, und jetzt hier hinten für h eingesetzt, 2 mal g mal r. Wir sind auf der Suche nach h Lifthill, nach der Höhe, die der Lifthill haben muss, damit diese Gleichung gilt. In dieser Gleichung wurde für v oben jetzt unsere Mindestgeschwindigkeit eingesetzt. Wir teilen durch g, und dann haben wir jetzt die Gleichung nach h Lifthill aufgelöst und man kriegt raus, dass es 2,5 mal R sein muss. Also ein halber Radius muss noch zu dem Durchmesser dazukommen. Dann kann man diesen Looping durchfahren. Wir kennen jetzt also die Mindesthöhe, die der Lifthill haben muss, damit oben gerade Schwerelosigkeit vorliegt. Das besagt diese Gleichung. Mit Hilfe dieser Voraussetzung wollen wir noch einmal ausrechnen, welche Kraft denn jetzt hier unten wirkt, wenn oben Schwerelosigkeit vorliegt. Das wird jetzt in der nächsten Folie gemacht. Dazu wäre es ganz gut, sich noch einmal Video 1 und auch 2, das habe ich hier vergessen einzutragen, also die ersten beiden Videos sich anzuschauen. Beim zweiten Video haben wir uns mit den Geschwindigkeiten beschäftigt und festgestellt, dass die untere Geschwindigkeit sich aus der oberen Geschwindigkeit über diesen Term hier ergibt. Wobei V oben gar nicht genau festgelegt war. Das ist immer der gleiche Zusammenhang zwischen V unten und V oben. Jetzt haben wir ja eine genauere Spezifizierung von V oben. Wir sind bei Schwerelosigkeit. Also wissen wir, V oben soll Wurzel g mal r sein. Für diesen Fall wollen wir jetzt v unten ausrechnen. Dann müssen wir das hier natürlich jetzt einsetzen. Das Wurzelzeichen geht weg wegen des Quadrates. Das sehen wir jetzt hier. Hier ist eingesetzt worden. Wurzelzeichen wird durch das Quadrat aufgehoben. Dann haben wir diesen Term hier stehen. Plus 4g mal r ergibt insgesamt 5g mal r. Also wenn oben Schwerelosigkeit vorliegt, also diese Geschwindigkeit, haben wir unten eine deutlich größere Geschwindigkeit, nämlich 5 Wurzel aus 5 mal g mal r. Dieses können wir jetzt in die Formel für die Kräfte einsetzen. Diese Formel haben wir im Video 1 einmal besprochen. Unten ist es so, dass die Fliehkraft
und die Gewichtskraft in die gleiche Richtung zeigen, sich also addieren. Also setzen wir jetzt für v unten das hier einmal ein. Wurzelzeichen geht durch das Quadrat, verschwindet wieder durch das Quadrat, also m mal 5 mal g mal r durch r plus die Gewichtskraft. Hier kürzt sich das r jetzt raus, dann hat man 5 mal m mal g plus m mal g. Das ergibt natürlich insgesamt 6 mal m mal g. Das ist also die Mindestkraft, die man unten hat, weil wir sind ja bei den Mindestvoraussetzungen. Also der Looping wird gerade durchfahren und dann hat man hier als Mindestkraft unten schon 6 mal m mal g. Also wenn man es in g-Werten sagt, hat man 6 g vorliegen. Ja, manchen wird dieses Ergebnis nicht verwundern. Wer zum Beispiel das Video 2 sich angeguckt hat, der weiß, dass wir da auch Kräfte ausgerechnet haben. Und man kam im Video 2 zu einer allgemeinen Formel zwischen f oben und f unten. Da stand f unten ist gleich f oben plus 6 mal m mal g. In diesem Spezialfall wissen wir, f oben ist 0 Newton, also fällt das in der allgemeinen Formel weg. Die Mindestkraft beträgt also 6 mal m mal g oder 6 g. Schon im Video 2 habe ich darauf hingewiesen, dass das gesundheitsschädlich sein kann. Die Kreisform beim Looping hat sich also nicht durchgesetzt, sondern ist durch eine andere Form, die Klotoide, ersetzt worden. Hierzu gibt es dann mehr im vierten Video. Wir sind jetzt mit dem dritten Video zu Ende. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut. Jetzt kommt nur noch ein Abspann, in dem ich nochmal auf das digitale Physikbuch hinweise. Tschüss dann! Welcome everybody, come and join the party. Light the fire, let the music be. Where there's bad no matter, we will dance together. Feel the rhythm.